Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Hupsala, warte mal so. Zu Texit. Entschuldigung, ich habe gerade voll den Schluck auf irgendwie gehabt die ganze Zeit. Wir haben uns letztes Mal endlich die Energie geholt, weil diese Stirling-Motoren sind kacke. Und wir kommen auch nicht wirklich weit. Oder wir müssen schauen, ich wollte gerade gucken. Der bindet mich an und ich werde hier gerade mit WhatsApp-Nachrichten überschüttet. Ach komm schon! Ich muss wieder nach drin gehen, sonst werde ich krank. Das ist doch uncool. Tun wir hier noch ein bisschen Holz hacken. Ich habe mittlerweile auch schon, sagen wir mal, Energie erschaffen. Er ist gewachsen. Wom, wom, wom. Haben wir nur einen von denen rausbekommen? Stimmt. Das ist jetzt nicht gut. Heißt den Server dabei? Hier bin ich natürlich nicht. Wir gehen mal kurz nach Hause. So, denn... Also wir haben ja ordentlich an Ressourcen. Das Problem ist, ich habe jetzt schon mal angefangen. Das dauert Ewigkeiten. Und dann geht einem zwischendurch auch wieder das Holz aus und es ist grausam. Deswegen will ich schauen, dass wir das so schnell wie möglich hier mit dem allen so hinkriegen. Die Frage ist, wie lange das dauern wird. Jetzt ist die Frage, was wollten wir in der letzten Folge machen, weil die ist eine Woche her und ich war die ganze Woche unterwegs und habe ein Erinnerungsvermögen von null. Bedeutet, ich habe total vergessen, was wir letztes Mal gemacht haben, außer dass wir Strom gekriegt haben. Und das auch nur im Titel vom letzten Video. Was mich auch interessieren würde, wäre, ob es funktioniert. Alter, dieser Drecksregen, der regt mich jetzt schon auf. Sei mal Start, ich versuche zu erklären. Ob es möglich wäre, das ist ein Ofen, oder? Simple Powered Furnace. Moment mal, stopp! Ich habe doch schon einen Ofen! Das ist auch um einiges einfacher. Sogar ein dreiläufiger Ofen. Der müsste jetzt also drei auf einen Schlag durchziehen, oder? Yo, nice. Das macht das Ganze um einiges einfacher. So, wie war das jetzt? Das Copper können wir da reinholen. Es gibt den elektrischen Grinder, wenn ich mich nicht irre. Jetzt ist das Problem, erstens, wir brauchen voll viel Kohle jetzt dann zum Produzieren wahrscheinlich. Vor allem zum Verbrennen von der ganzen, der hat hier zu, was auch immer das ist. Config, das ist ein Ender-IO. Wir können mal gucken, Ender-IO. Ender-IO Power-Kabel, wo sind denn die? Ich hätte gern euer Stromkabel da. Item Conduit. Energy Conduit. Was ist denn ein Conductive? Das ist Conductive. Das ist Gravel, also Kies, Sand und Tonklumpen. Das ist ja vollkommen okay. Und das ist. Wie hergestellt? Kann man gießen. In Induktionsschmelze aus Redstone und Eisen. Also brauche ich Redstone, das habe ich eben im Inventar, und Eisen, um das herzustellen. Dann machen wir doch jetzt mal einfach mal eine Reihe, oder? Würde ich mal sagen, so. Ja, passt doch gut. Bin immer gespannt, was da rauskommt. Der Ofen hält mit. Ja, schaut ganz gut aus. Weil rein theoretisch... Stirling Generator. Alter. What the fuck?
Bin ich gerade irgendwie die ganze Zeit ein bisschen überfordert. Schauen wir mal nochmal. Add Industrial. Weil ich werde versuchen, mit Industrial viel mit dem Strom zu machen. Halt wegen Reaktoren und so Zeugs. Aber ich glaube, dann werde ich... Wir haben doch diese Switcher, glaube ich, auch, die die Stromversionen ändern. Sticky Dynamit. Oh, damit sollte ich vielleicht nicht rumspielen. Energy-O-Mart. Nee. Iron Furnace, Electrical Furnace. Ja, ist gut. Brauche ich jetzt gerade nicht. Generator. Da brauchte ich die Stahlbahn für. Iron Furnace geht so. Und eine Batterie. Zinn und Redstone. Warte mal. Habe ich nur so wenig Zinn? Ich renne noch mal kurz Zinn. Ja, das schaut gut aus. Dann haben wir hier jetzt die. Da müssen wir dann die Kabel machen, weil je nachdem können wir mal schauen, dass wir vielleicht da draußen einen Stromgenerator auch anschließen, den einzelnen. Aber das müssen wir halt dann erstmal schauen, ob das funktioniert, ne? Warum tust du eigentlich jedes Mal das umorientieren so? Aber es hat relativ gut durchgebrannt. Jetzt habe ich da Zinn noch ordentlich und bauen wir den Rest Zinn hier. Bedeutet, wie ging das? In der Mitte war 2 Zinn. Ne, außenrum war das Zinn. Dann kam Redstone. Eine Batterieeinheit, die 10.000 EU halten könnte, rein theoretisch. Was ja auch nicht schlecht ist, ne? Rein theoretisch. Die passt wahrscheinlich hier nicht rein. Dann war es, ich brauche die Stahlbarren, ich brauche 9 Eisen. 9 Eisen, wo sind... Hups, das war jetzt falsch. 3 Stahlbarren. Und dann, also einmal den Eisenofen. Dann den elektrischen Ofen, wie es heißt. Ne, Iron Furnace, das heißt echt so. Das muss ich kurz wechseln. Und oben drüber... Ne, da drauf kommt die Batterie, ne? So. Da haben wir den Generator. Und an dem Generator kann ich jetzt rein theoretisch das anschließen. Okay. Und der Generator produziert wie jedes andere normale Teil einen Verbrennungsstrom. Halt jetzt nicht so viel unbedingt. Was soll ist das da drüben? Jetzt haben wir da eine Bedbox. Die besteht aus Holz, 3 Batterien und einem Kupferkabel. Okay, eine Bedbox. Und davon gibt es dann MFE, MFSU, Battery Station. Ach du heilige Scheiße. Das ist jetzt... Ist mal wieder eine Folge, wo wir nur lesen müssen. Aber müssen wir herausfinden, wo wir zum Beispiel auch die Energie wechseln können. So ein Energiewechsler oder sowas. Transportrohre wird wichtig. Wenn ich wüsste, wie der Drecksmod heißt, der die verschiedenen Stromarten wechseln kann, das wäre mir schon mal um einiges leichter. Weil hier sind die ganzen Item-Buffer-Block. Aber irgendwo gab es auch die Fluid Tank und Wired Charger. Oh. Hier sind die Battery Capacitor, weil die würde ich dann wahrscheinlich benutzen, um zu lagern, weil da passt extrem viel rein. Dafür bräuchte man halt diesen blöden Wechsler. Versiegeltes Kupferkabel. Hier hat man Kohle generiert. Oh. Ja, der wäre leicht gegangen. Aber das ist es halt. Wir wissen jetzt immer nicht, welche Sachen wir gerade verwenden, ne? Oder wie wir es bauen. Und da kommen wir zum Problem. Wir brauchen diese Wechseleinheit. Und wenn ich zur Hölle wissen würde, wo die ist. Black Hole Unit. Was? Washing Factory. Oha. Oh, Einrichtungen.
Ne, sind eigentlich Sachen, die wir uns gerade nicht interessieren. Mich würde eher interessieren. Ist alles Railcraft. Hochgeschwindigkeits-Zündeklasse. Entzündet TNT-Wolken. Verstellbare Zünddauer. What? Ich will eigentlich nur so einen Wechsler haben. Wenn ich den finden würde. So. Das ist die letzte Seite, scheiße. Gibt's denn Energy, oder wie heißen denn die Teile? Energy Consumer, Energy Produce, Energy... Use a wooden kidney's pipe to extract power from this block. Energy Bridge, da haben wir sie doch. Das wird es sein wahrscheinlich. Und hier to landing of mods to claim to require wrath. Chisel Stone brauchen wir also. Redstone Block. Goldbahn. Producer und den kann man dann. Den Consumer macht man aus dem Producer. Compatible with IC2. Okay, das sind also IC2 Sachen und FE ist zu 99% mit fast allen Sachen sozusagen kompatibel. There is a minor chance that you don't need this. Use the Forge Energy Converters FE instead. Okay, also die Teile brauchen wir sicherlich mal. Damit wir die Energie zwischen den verschiedenen Teilen wechseln können. Weil ich frage mich halt, wie wir da zum Beispiel oben Sachen machen können mit. Was jetzt auch interessant wäre, wäre zum Beispiel, ich bin schon wieder beim Rumhoppen zwischen den verschiedenen Sachen. Aber, Ed, wie war das? Nicht IC, sondern... Ich habe vergessen, wie der Mod heißt gerade. Mein Hirn ist gerade so auf Standby-Modus. Das ist schlimm. Wie heißt denn der Drecksmod jetzt wieder? Boah. Vor allem ist ja nicht so, als ob der Mod eigentlich voll wichtig wäre. Schauen wir mal, Storage, Storage. Hier haben wir es doch. Das ist Applied Energist. Oh. Applied. So, da haben wir es doch. Wir brauchen den Chor auf jeden Fall. Wo ist der Chor? Chor. Wo ist der? Der ist nicht die Quarzmühle zum Beispiel. Da ist er. Der ME-Controller. Ein Konstruktionsprozessor braucht der. Außerdem Himmelsteinsblöcke und reiner Flux. Oh Gott, die Scheiße wieder. Gedrücktes Lithium und Konstruktionsschaltkreis. Gravur Siliziumdruck. Oh Gott, den haben. Doch, oder? Nee. Verdammt! Was mich also jetzt zum Beispiel interessieren. Alter, wie viel wir haben. Kann es nicht Tag werden, bitte? Das ist jetzt für mich einiges einfacher. Weil wir sollten vielleicht mal die nächsten paar Tage versuchen, ein größeres Haus zu bauen. Oder nicht nur versuchen, sondern es halt wirklich machen auch, ne? Aber Leute, was wir da unten machen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.